Guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich zur Andacht aus Auhausen am Sonntag Rogate, also am Sonntag, den 17. Mai 2020. Hier in Auhausen wird heute natürlich in reduzierter Form der Gedenktag der Kirchweihe gefeiert. Darauf wird sich dann selbstverständlich auch nachher die Predigt im Gottesdienst beziehen. Hier in der Andacht aus Auhausen soll es jetzt um das Thema dieses Sonntags gehen, also um das Thema Gebet anhand des Johannesevangeliums, Kapitel 16, die Verse 22 bis 33. Jesus Christus spricht hier: Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus redet hier davon, dass wir bitten sollen in seinem Namen. Doch was bedeutet es, in Jesu Namen zu beten? Der Ausdruck in Jesus kommt in der Bibel oft vor. Wir sollen nicht nur in Jesu Namen beten. Paulus sagt, dass wir alles, was wir tun, im Namen Jesu tun sollen. Das schreibt er im dritten Kapitel des Kolosserbriefs. Unser ganzes Leben soll ein Leben in Jesus sein. In Jesus, dies ist ein Schlüsselwort im Christenleben. Die beste Erklärung dieses Ausdrucks in Jesu Namen lautet: Im Glauben an Jesus. Aber dazu muss man wissen, was Glaube an Jesus bedeutet. Und hier geht es um mehr als um ein bloßes Wissen über Jesus. Es geht um ein neues Leben, eine Lebensgemeinschaft mit Jesus. Man kann versuchen, Gott bzw. Christus gedanklich zu erfassen. Aber damit bezieht man einen Punkt außerhalb von ihnen, macht sie zu einem Gegenstand seines Denkens, einem Objekt, über das man diskutieren und sich darüber besprechen kann. Gott wird zu einem mehr oder weniger gelehrten Thema. Auf diesem Wege kommt man nie zu Gott. Gott kann man nicht von außen analysieren. Gott ist in Christus zu uns gekommen. Er hat das, was die Gemeinschaft mit ihm unmöglich machte,
unsere Schuld überwunden und jetzt kann er in unser Herz hineinkommen und in uns leben. Er umgibt uns von allen Seiten, er durchdringt unser ganzes Wesen, er ist da als eine geheimnisvolle Gegenwart, als erbarmende Liebe, die uns durchströmt und durchleuchtet, so dass wir ganz durchliebt werden, wie jemand das ausgedrückt hat. Das ist Glaube. Luther sagt, dass der Glaube eine Wolke ist, in welcher Christus wohnt. Und diese Wolke senkt sich über uns, umschließt uns und füllt unser Herz. Dann lernen wir auch ganz neu zu beten. In kindlichem Vertrauen, mit dem tiefen Wunsch, dass Gottes Wille geschehen möge. Zufrieden mit dem, was Gott uns geben wird und felsenfest überzeugt, dass er uns hört und unsere Gebete erhört. Das ist Beten in Jesu Namen. Amen. Und so bete ich mit uns. Lieber himmlischer Vater, wir preisen dich, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Gelobt sei dein Name, dass wir als deine Kinder zu dir kommen können. Wie wir wir es nicht verdient haben, unsere Augen zu dir zu erheben, geschweige denn zu dir zu reden wie ein Kind zu seinem Vater. Wir danken dir für deine große Barmherzigkeit, dafür, dass du in diese Welt kommen und mitten unter uns, die den Tod in ihrem Herzen tragen, leben wolltest. Nun bist du hier, Herr, und wir dürfen bei dir sein. Töte du alles in uns ab, das deine Nähe nicht erträgt, alles, was dich daran hindern will, uns so ganz zu durchdringen, dass die Menschen, die uns sehen, ahnen, dass es möglich ist, dir zu begegnen und in deiner Liebe zu leben. Wir bitten dich dies in Jesu Namen, weil du der Vater unseres Herrn Jesus Christus und in ihm selber zu uns gekommen bist. Amen. Diesmal singe ich kein Lied vor. Ich verweise mit dem nächsten Nachricht auf einen YouTube-Link auf das Lied Gott hört dein Gebet. Wir finden es auch in dem Liederheft Kommt atmet auf unter der Nummer 024. In dem folgenden YouTube-Link finden Sie es gesungen von Christoph Zehentner, dem deutschen Autor dieses Liedes, der also den deutschen Text verfasst hat. Es stammt übrigens auch aus Franken, genauer gesagt aus Bad Windsheim. Ich lade Sie ein, sich dann dieses Lied Gott hört dein Gebet anzuhören und sage schon jetzt Ihnen ein herzliches Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Wochenanfang mit dem und einen natürlich auch einen gesegneten Sonntag Rogate. Ihr Wolfgang Ley und euer Wolfgang Ley.